Hallo, guten Morgen miteinander. Hallo miteinander. Wir sind heute mal wieder in Gaistal. Wir entdecken, wir müssen uns das mal im Herbststall gucken. Ja, das haben wir ja beim letzten Mal eh schon gesagt, dass wir so mal gucken wollen. Also, das machen wir heute. Wir reden uns frei, wenn ihr uns begleitet hättet. Ja, genau. Also, auf geht's. Auf geht's. Ja, das Gaistal, das war so schön. Im Mai, da sind wir jetzt auf die Idee gekommen, das könnten wir echt im Herbst noch mal angucken. Und das machen wir halt. Es hat auch was für sich, wenn die Lerche so schön orange sind. Ja, ist wunderschön da halt. Aber viel los. Ja, wir haben fast keinen Parkplatz gekriegt. Und aber da es verlauft in, sich. In Leutasch sind ja diese Parkplätze ausgewiesen. Da war es schon ziemlich eng. Ja. Aber wir haben noch einen gekriegt. Aber ist das jetzt schön? Auch der Hanne in der Sonne, da ist es jetzt herrlich warm. Und für das, dass Mitte Oktober ja, ist? Herrlich. Auf jeden Fall ist es halt total anders wie da im Mai mit dem Anhänger noch hinten dran, den Buckel rauf. Ist halt ganz entspannt und macht irre viel Spaß. Richtig schön. Da hat es voll der Nebel jetzt auf der Wiese. Ich bin gespannt, ob man das sieht nachher. Da haben wir heute wieder einen wunderbaren Tag verwischt. Herrlich. Klicken wir mal. Der Igelsee, der hat natürlich wieder kein Wasser. Aber das ist schon normal bei dem. Ist echt toll. So, jetzt fahren wir mal ein Stückchen, das sind wir noch gar nicht gefahren. Nämlich jetzt fahren wir in den Sebensee. Ja, mal gucken, ob wir es noch aufschaffen. Ja, mal gucken. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Sebensee. So, jetzt bin ich da in so einem Aussichtspunkt, wo man noch Erwald nachsieht. Und da Zugspitze. Ja, da hinten wir so. Zugspitze. Da geht's. Da geht's also ähnlich nur wie im Fernpass. Wir haben sowieso Atem, aber es geht noch weiter. Aber ich glaube. Das meiste haben wir. Das meiste haben wir wirklich. Ja? Aber guck dir mal die Aussicht da. Ja.
Das kann ich immer noch nicht. Haben wir es geschafft? Sehen Sie. Anstrengend war es. Gehen wir da mal im Ring rum. Sehen Sie. Und da? Und da nochmal Zugspitze. Ja, so, jetzt sind wir am Sebensee. Geschafft haben wir es. Geschafft. War am Schluss noch knackig. Knackig, also der Ersteg darauf ist schon herb. Aber es hat funktioniert. Aber es lohnt sich. Es hat funktioniert. Und es hat sich es lohnt sich wirklich. Können wir nur empfehlen. Ja. Einwandfrei. So, jetzt geht es wieder Richtung Auto, wieder zurück, gleiche Strecke. Jawohl. Und im Herbst ist es wirklich auch schön dahin. Richtig. Richtig schön. Wir müssen mal in die Richtung da gucken. Grandios, oder? Einwandfrei. Da oben sieht man noch die Coburger Hütte. Also daheim im Wald ist schon ganz schön schattig, ja? Ja, das stimmt. Da sind wir jetzt wieder auf dem Rückweg vom Sebensee. Jetzt fahren wir wieder da vor Richtung, was ist das, Irrwalder Alm oder sowas? Irrwalder Alm. Und dann geht es rechts runter das Geistal. Und dann geht es rechts runter wieder das Geistal. Ne? Wir waren übrigens im Herfahren waren wir auf der Tilfußalm, haben da einwandfrei gegessen. Waren und wieder einen Käse mitgenommen. Und haben lecker. Den Käse wieder mitgenommen, ja. Aber es ist ziemlich viel los. Heute ist Sonntag. Also, und wahrscheinlich heute noch der letzte schöne Tag. Ja, also ich glaube, es ist geschickt, wenn man Werktag herkommt. Aber es war schön, richtig schön. Aber es hat sich verlaufen. Also ich denke, es ist schlimmer. Hallo. Aber die Berge geben jetzt natürlich richtig viel Schatten. Es ist schon kalt da haben wir jetzt. Ja, wie gerade vor meinem Oktober ist hier. Vor meinem Kittel. Wunderschön, Anna. Am Steil. So, jetzt sind wir wieder im Geistal. Ha? Genau. Von nun an ging es bergab. So ist es. Da ist nochmal der Igelsee. Ja, jetzt fahren wir wieder gemütlich nach. Sind wir so 15 Kilometer rum. Und auch. Fahren wir wieder heim. Genau. Dann ist der Sonntag auch schon wieder vorbei. Das war jetzt noch mal ein richtig schöner Sonntag. Herrlich.
Ei und Schnee. Guck mal da noch. Sehr schön. Also wir sind heute mal wieder der perfekte Tag. Alles wunderbar. Ja. Und in die Richtung macht es Gleistal auch Spaß, ha? Ja. Aber ja. Irgendwie ist mir das vorher gar nicht so viel Vergnügen vorgekommen. Aber wir haben jetzt schon 630 Kilometer. Also. Damals hat man eigentlich auch hängen, wenn alles drüber geht, gell? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Ach, so schön. Das hält sich kaum aus. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ja, es ist frisch. Man kann sich wirklich eine Jacke anziehen. Hallo. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Ja, das haben wir ja gesagt, dass wir das Gleistal mal nochmal fahren werden. Und jetzt heute ohne Hänger und ohne alles war das richtig schön. Und vor allem die herbstliche Farbe, herrlich, super. Und dieser Sebensee, fantastisch. Also hat mir richtig gut gefallen. Aber jetzt ist schattig. 8 Grad Zeit, mein Garmin. Kühl. Jetzt sind wir wieder im Auto. Wir Halleluja. 33 Kilometer oder so. Ja, nicht ganz äußerst 30. Oder so. Und 667 Höhenmeter. Von mir aus. Also, es war echt schön, war ein wunderbarer Tag. Es ist jetzt richtig kalt geworden am Ende. Ja, ich habe ganz rot gefrorene Finger. Ja, kalte Hände. Aber war wunderschön, hat sich wirklich gelohnt reinzukommen. Toll. Ja. So, jetzt fahren wir wieder heim. Und ja, noch bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder zugeguckt habt. Und macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.